Die Kryptowelt hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die renommierten Finanzinstitute haben am 10. Januar 2024, also am vergangenen Mittwochabend, von der US-Börsenaufsichtsbehörde, SEC, die Genehmigung erhalten, Bitcoin-Spot-ETFs einzuführen. Dieser bahnbrechende Schritt wird die digitale Asset-Landschaft revolutionieren und den Weg sowohl für die institutionelle als auch die Mainstream-Annahme ebnen. Wenn ihr meine Recherchearbeit supporten wollt, gerne jetzt ein Abo dalassen. Und vergesst nicht, die Glocke anzumachen, um kein neues Erklärvideo zu verpassen. Jetzt jedoch rein ins spannende Thema und viel Spaß! Werfen wir erst einmal einen genaueren Blick darauf, was denn ein Bitcoin-Spot-ETF eigentlich ist. Es gibt zwei Hauptfaktoren von börsengehandelten Fonds. Die Spot-ETFs bilden die Preise der enthaltenen Assets ab und die Futures-ETFs sind hingegen anders. Die abgebildeten Assets werden hier nicht gehandelt, sondern der Preis bildet sich durch Spekulationen auf ihren zukünftigen Preis. Das kann größere Gewinne bedeuten, aber auch größere Risiken. Im Gegensatz zu den bestehenden ETFs, die auf Futures basieren und die den Preis von Bitcoin-Derivaten abbilden, investiert ein Bitcoin-Spot-ETF direkt in physische Bitcoins, sodass die Anleger die zugrunde liegende Kryptowährung kaufen und halten können. Dieses direkte Verhältnis bietet Anlegern eine größere Preisstabilität und beseitigt die Komplexität, die mit Futures-Kontrakten einhergehen. Nun, was genau wurde von der SEC genehmigt, beziehungsweise welche Bitcoin-ETFs und Anbieter? Einige, die mir gerade spontan einfallen, sind iShares Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Franklin Bitcoin ETF, ARK 21 Shares Bitcoin ETF, FunEgg Bitcoin Trust, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, Grayscale Bitcoin Trust, Hashtags Bitcoin ETF und Bitwise Bitcoin ETP Trust. Aber warum ist die Einführung eines Spot Bitcoin ETFs eigentlich so wichtig? Die Genehmigung von Bitcoin Spot ETFs ist eine wichtige Bestätigung seitens der US-Börsenaufsicht SEC und deutet auf einen Wandel in der regulatorischen Wahrnehmung von Kryptowährungen hin. Dieses Gütesiegel wird potenziell mehr institutionelle Investoren anlocken, darunter Pensionsfonds, Hedgefonds und Versicherungsgesellschaften, die bisher wegen der regulatorischen Unsicherheit gezögert haben, in Kryptowährungen zu investieren. Michael Sonnenschein, CEO von Grayscale, betonte, dass mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs Teile der Investment-Community, die wohl oder übel von einer Beteiligung an Bitcoin ausgeschlossen waren, nun die Möglichkeit bekommen, BTC, also Bitcoin, in ihrem Portfolio zu halten. Nun sollte man sich auch die Frage stellen, welche Auswirkungen die Spot-Bitcoin-ETFs auf den Markt haben können. Die Einführung dieser ETFs wird sich wahrscheinlich tiefgreifend auf den Kryptomarkt auswirken und möglicherweise peu à peu Kursanstiege und die Liquidität erhöhen. Denn institutionelle Anleger, die in der Regel über ein großes Kapital verfügen, dürfen eher dazu neigen, über Bitcoin-ETFs in BTC zu investieren, was für eine steigende Nachfrage nach der Kryptowährung Bitcoin sorgt. Laut einer von Fidelity Investments durchgeführten Umfrage zeigten sich mehr als 70% der institutionellen Investoren daran interessiert, in Bitcoin zu investieren, wenn ein Spot-ETF genehmigt würde. Das steigende Interesse der institutionellen Anleger könnte somit die Marktkapitalisierung insgesamt deutlich erhöhen und Bitcoin
als Mainstream-Asset-Klasse legitimieren. Viele fragen sich auch, warum professionelle Anleger mit der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs endlich in Kryptowährungen investieren könnten. Derzeit ist es nämlich vielen professionellen Anlegern verboten, direkt in Kryptowährungen zu investieren. Grund dafür sind aufsichtsrechtliche Beschränkungen und Bedenken wegen der mangelnden Transparenz und der potenziellen Preisvolatilität. Bitcoin-Spot-ETFs würden ein reguliertes und gesetzkonformes Anlageprodukt darstellen, das es diesen Anlegern ermöglicht, in den Kryptowährungsmarkt zu investieren, ohne gegen Anlagevorschriften zu verstoßen. Die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs wird somit und endlich institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten eröffnen, Kapital in die digitale Asset-Klasse zu investieren, was zu einer breiten Annahme und Preisstabilität führen könnte. Für mich ist das eine vielversprechende Zukunft, denn die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs einen Wendepunkt für die Kryptowährungsbranche darstellt. Sie könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, da wir uns einem weiteren wichtigen Ereignis im Kryptokalender nähern, nämlich dem nächsten Bitcoin-Halving. Indem sie die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der dezentralen Kryptowelt überbrücken, könnten diese ETFs eine breite Annahme erzielen, institutionelle Investoren anlocken und den Bitcoin in den Mainstream rücken. Wenn weitere regulatorische Hürden genommen werden, steht die Kryptolandschaft vor einem bedeutenden Aufschwung und Wandel. Nichtsdestotrotz erwarten einige Investoren oder erwarteten ein Sell-the-News-Event nach der Bitcoin-ETF-Zulassung am Mittwochabend. Denn an den Finanzmärkten können bekannterweise Erwartungen der Investoren oft zu selbsterfüllenden Prophezeiungen werden. Vor der Genehmigung der ETFs herrschte deshalb bei einigen Analysen und Investoren eine Erwartungshaltung, dass nach der Bekanntgabe ein signifikanter Kursrückgang folgen würde. Diese Erwartung kann zu einem kollektiven Handeln führen, bei dem viele Anleger ihre Positionen verkaufen, um potenziellen Verlusten zuvorzukommen. Es kam jedoch für mich zu einem unerwarteten Bitcoin-Abverkauf beim weltweit größten Kryptofondsverwalter Grayscale. Also somit war ein weiterer Faktor bei dem Abverkauf die vermutliche Umschichtung von Investoren. Anleger begannen nach der Umwandlung von GPTC in einen Bitcoin-ETF ihre Anteile zu verkaufen, um Verluste zu realisieren und in Produkte mit niedrigeren Gebühren umzuschichten. Normalerweise sollte der Verkauf eines Bitcoin-Produkts, um ein anderes zu kaufen, theoretisch keinen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben. Dennoch verursachte dieser Trend erhebliche Auswirkungen auf den Markt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.